ist es wichtig, dass ihre Boote sicher, geräumig und gemütlich sind. Bei der 750 konnten wir das einmal genauer testen. Achtern befindet sich eine große Badeplattform, die mit 350 Kilo beladen werden kann. Durch die Tür im Heck gelangt man in den Maschinenraum und die Skipperkabine. Steigt man auf die Flybridge hinauf, ist man von dem großen Platzangebot überrascht. Unterteilt in drei verschiedene Areale findet man hier das Cockpit mit 5 Sitzen, in der Mitte einen großen Tisch, an dem man essen kann, und hinten ist Platz für einen Tender oder Jetski. Vom Fahrstand hat man oben auf der Fly, wie auch unten im Boot, uneingeschränkte Sicht über die Umgebung. In this boat we have Insgesamt verfügt die Prestige 750 im vorderen Bereich über 4 Kabinen mit Doppelkojen und 3 WC-Duschräumen. Im Heck gibt es aber noch eine weitere Kabine, die Skipper-Kabine, ebenso mit WC und Dusche. Die Master-Cabin wurde nach vorn auf Höhe des Fahrstands verlegt. So bekommt man das Gefühl, in einem Loft über dem Meer zu wohnen und genießt durch die erhöhte Position mehr Privatsphäre auf dem Wasser und vor allem im Hafen. Außerdem ist die Kabine geräumiger und es fällt durch die zahlreichen Fenster mehr Licht hinein. Das Design ist zeitlos und es finden sich kleine Details, wie zum Beispiel ein Schmuckkasten für die Damen. In den Motorraum gelangt man über eine wasserdichte Tür. Auch hier ist ausreichend Platz, um die Technik zu kontrollieren. Erfreulicherweise ist der Raum hoch genug, sodass man auch stehen kann. Unseren Test hat die Prestige bestanden. Während der Fahrmanöver verhält sich das Boot immer sicher. Wir schaffen eine Höchstgeschwindigkeit von 27 Knoten, aber wer wirtschaftlich unterwegs sein möchte, sollte um die 20 Knoten fahren. Wir finden die Prestige und ihr Raumkonzept sehr gelungen und sind auch von den Fahreigenschaften überzeugt. Wer den Luxus der fast 23 Meter langen Yacht genießen möchte, muss allerdings tief in die Tasche greifen. Der Preis liegt bei knapp 3 Millionen Euro.